So, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich hier in Radebeul vor dem Karl-May-Museum begrüßen. Ich darf mich erst mal vorstellen, Grimmers mein Name, habe hier in dem Museum 13 Jahre gearbeitet, war der Kustos der Indianersammlung, die es hier gibt. Genieße eigentlich jetzt schon 3 Jahre meinen wohlverdienten Ruhestand, mit dem Ergebnis, dass ich heute hier wieder da bin. Wobei, wenn ich stilecht im Wildwestblockhaus in Nordamerika, das sieht schon noch ein bisschen rustikaler aus, denke ich. Immer gestellt wird, war den Karl-May nun tatsächlich mal unterwegs. Also in der Zeit, als er die Bücher geschrieben hat, war er noch nie dort. So, das war das Schönste an ihm. Hat er aus der gut mit 60 Stücken. Wäre ein bisschen wenig, hat ihm ja die Zahlen gesagt. Liebe Gäste, ich darf vielleicht als erstes, und ich hoffe, Sie nehmen das nicht übel, was zum Beispiel mal das Fotografieren. Sagen ja, normalerweise muss hier eine Gebühr entrichtet werden dafür. Aber ich bitte unbedingt, wenn fotografiert wird, gelernt im Jahr 1957. Und da will ich Ihnen den mal bitte vorstellen. Ich hoffe, Sie interessieren sich da ein bisschen dafür, was Ihre Landsmann. Und wir müssen uns immer was einfallen lassen, um doch was Neues auch zu bieten. Da sind wir von den Räumlichkeiten doch verhältnismäßig beengt. So, das ist also unser Sonderausstellungsraum. Sie sehen, der ist nicht allzu groß. Und da haben wir also zurzeit, die Sonderausstellung gehen Sie etwa um ein halbes Jahr, gibt es also etwas, gehören zu Ihnen. Da gibt es sogar noch wesentlich mehr als die nordamerikanischen. Dagegen gibt es also bestimmte Kunsthandwerke, bei den Hobbys zum Beispiel. Nebenbei gesagt, da drüben ist ja heute noch das größte Reservat. Hobby in Navajo, mit 120.000 neben dort. Ja, Kunst, das Stück Holz. Also die Seele gespannt, so ein Bogen, wie ein Fiebel dann. Ganz interessantes Behältnis, auch das ist ein geflochtenes Behältnis. Und ist mit dem Harz in der Pilien gestrichen, damit ist es wasserdicht. Halbschwellig. Aber hier in dieser Gegend, bei den Apachen, ist logisch. Also zum Beispiel der Apache sind ein Reitervolk. Und wenn man den ganzen Tag auf dem Pferd sitzt, dann schützt man sich dann doch hier die Seiten etwas, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, sie können kein Eisen bearbeiten. Nur dazu hat sie die notwendige Hitze nicht. Die haben sie also irgendwo die Spitze verbeutet, irgendwo weggefunden oder was. Ganz interessant, ich will sie 1000 kleinen farbigen Glas- oder Kreideperlen verziert sind. Da kommt meist die Frage, wie haben sie die hergestellt? Also die haben sie selber nicht hergestellt, sondern die haben sie getauscht von den Händlern, die aus Europa kamen, bereits kurz hier. Galbieren auch bekannt, was nicht bei vielen Stämmen üblich war. Ja, das ist ein bisschen falsch ausgelegt worden. Und da haben wir hier eine Figur, die, glaube ich, noch wertvoller bei ihm war, mehr Bedeutung hatte wie der Häuptling, nämlich der Medizinmann. Oder im Asiatischen, dort ist ja der Begriff Schamane gebräuchlich. Wenn wir hier mit Besuchern durchgehen, habe ich natürlich schon oft erlebt, dass sie sagen, ja, das war der immer, ja. Ne, da hat er immer was vorgeflogen, Gott und so. Gesundheitswesen sind wir besser. Dann ist das auch eine Hoffnung für Sie. So, liebe Gäste, was er dazu gesagt, wie er tatsächlich gemacht hat, will er aber doch noch etwas im Detail mal drauf eingehen. Seine ganzen Abenteuergeschichten, die so prachtvoll waren, die hat er also geschrieben von der Zeit, als er noch nicht dort war. Erst damit kriegt das Geld, dass er es machen konnte. Und nun passiert Folgendes. Er machte eine Reise 1899-1900 für 16 Monate über Italien, Griechenland, Ägypten und sein Orient. Ja, was passiert dort? Nach 6 Wochen
aber wie bekommen wir dieses Antwort? Denn er erlebt jetzt erstmals, dass die Welt nicht nur aus Abenteuern besteht. Gerade dort unten sieht er also den Unterschied zwischen Arm und Reich, den krassen Unterschied. Und erst nachdem seine damalige erste Frau, die Emma, und ein befreundetes Ehepaar, Clara und Richard Plön, ihm nachreisen, moralisch wieder aufrichten, kann man seine Reise fortsetzen. Mit der sieht schon gar nicht mehr so aus wie ein Jahr. Wir waren nämlich leider ein bisschen zu spät gekommen. Ja, wir sehen hier in der Mitte, hier sehen wir, wenn es Karamei gegangen wäre, die berühmtesten drei Gewehre der Welt, die Silberbüchse des Winnetou, der Bärentöter und der Henry Stutzen, das Old Shatterhand bzw. Karabinensi. Kommen Sie ruhig noch ein bisschen rein. Fahrer, Polizei, Studenten, Führer, wie auch immer. Und da ließ er natürlich dann durch seine Bediensteten den Gast bitten, dass wir hier Platz zu nehmen. Wenn er dann selbst also seine Gedanken vollendet hatte, dann konnte ich auch sagen. Persisch, Kurdisch, zwei Dialekte. Chinesisch, sechs Dialekte. Malaiisch, Namaqua, eine gesunde Idiome, Swahili, Hindustanisch, Türkisch und die Indianer sprachen der Sioux, Comanchen, Apachen, Snakes, Judas, Kiowas, nebst den Ketchumani, drei südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen. Die harten Leute seiner Zeit ihm in Zuschriften bestätigt haben, der Mann muss jahrelang dort gelebt haben. So, dann wollen wir mal das Arbeitsnummer 94, diese Dinge zurückgekauft haben, hatte ich Ihnen ja gesagt, hat uns natürlich gewünscht, dass wir, schauen Sie mal bitte auf das rechte Bild hier oben, alle Dinge da, zum Beispiel der ausgestopfte Löwe, war nirgends mehr aufzufinden. Gucken wir auf das Bild hier unten, das so wie es jetzt ist, das war nachdem er von seiner Orientreise. An dem Schreibtisch ist nebenbei gesagt, auch Winnetou geschrieben worden, allerdings nie in dem Hause hier, der war ja vorneweg schon. Aber der hat ihn über einige Wohnstationen begleitet. Und hier werde ich auch sehr oft befragt, denn die Leute sagen, Herr Grimmer, sagen Sie mal, der Mai, da muss doch ein Sitzriese gewesen sein. Ja, wenn man sich anguckt, hier, der ist ziemlich hoch, da ist sogar damals eine Obstplantage, hat er mitgekauft, damit ihn also niemand großes Haus vor die Aussicht stellt. Und das hat die Clara dann nach 1930 an die Stadt vermacht. Und da braucht sie mehr Wald und so, und da sollte der Karl-May-Park. So, liebe Gäste, trotzdem jetzt die Zeit so gut wie rum ist. Das war ein Lakota-Medizinmann mit Namen Archie Fireland Deer. Der war 1983 hier. Da gab es das auch gar nicht so richtig. Aber es wurde schon langsam interessant hier, Karl May in der DDR. Da gab es das nur hinten. Und er hat sich nebenbei gesagt, sehr lobend über die Indianerausstellung geäußert. Und dann sind wir am Nachmittag mit ihm nach Leipzig gefahren. Da gab es mit Studenten der Uni am Abend ein Forum. Und einer der Studenten stellte ihm also die Frage, was er denn als indianischer Würdenträger zu Karl May sagt. Da hätte man fast sagen können, das ist eine dumme Frage, woher sollte der Indianer Karl May kennen? Na, ich hatte ja eben gesagt, Indianergeschichten. Ja, der Archie, der war in Staaten bei der Armee. Und war von dieser Armeezeit einige Zeit in der Bundesrepublik, nämlich in der Nähe von Baden-Baden stationiert. Er war technisches Personal beim Fallschirmspringer. Und beim Ausgang haben den natürlich deutsche Indianerfreunde gesehen. Jetzt muss ich mal sagen, ja, typischer Indianer. 1,90 Meter, schwarzes Haar, Hakennase, wie man sich das so vorstellt. Und da haben die sich gesagt, Mensch, das muss doch ein Indianer sein. Wir müssen uns mal mit denen unterhalten. Und habe ich letztendlich angefreundet und habe den zum Geburtstag dann mal Winnetou geschenkt. In Englisch, kein Problem. Ne? Deswegen wusste er also, wer Karl May ist. Ja, die Antwort, die er dort drauf gab, muss ich sagen, die zeigte mir auf der einen Seite, dass Indianer Diplomaten sind. Aber es war viel Wahrheit, denke ich, dahinter. Er hatte mich gesagt,
wenn zu der Zeit, als das Indianerproblem in Amerika auf der Tagesordnung war, man hätte vielleicht fast sagen müssen, vor der Endlösung stand, wenn zu der Zeit Karl May und seine Indianergeschichten in Amerika verlegt worden wären, wäre der weiße Amerikaner mit dem Schicksal seiner Ureinwohner nicht so sorglos umgegangen. Und ich denke, wenn man sich überlegt, im deutschsprachigen Raum ist Karl May mit etwa 100 Millionen verlebt. Deutschland, Österreich, Tschechien, andere Länder. Wie sich dort junge und alte für Indianer interessieren, Clubs gründen und so. Ne? Die gibt dem recht, was er gesagt hat. Und für unseren kleinen großen Meister Karl May kann es, denke ich, als berufenen Mund kein besseres Kompliment geben.